Leute, hier ist Black und Gaso. Ja, und wie versprochen, jetzt kommen langsam die Playmobil-Sachen. Genau. Also es war noch ein bisschen schwieriger. Ja, wir haben so viele andere Projekte noch vorher gehabt, deswegen wollten wir dann jetzt auch mal wieder am Playmobil trotzdem dann ja, euch zeigen. Ja, mit was fangen wir an? Also es wurde ja das Piratenschiff gefordert. Genau. Und damit fangen wir dann auch direkt an. Wir hatten ja, glaube ich, schon mal Weltraum hatten wir gemacht. Ja, und so, richtig. Ne? War noch ein paar Sachen aus dem Weltraum? Ich glaube, nicht. Ne? Aber ich würde wahrscheinlich dann auch, wenn wir jetzt öfter ein paar Playmobil-Sachen auch nochmal draufpacken, mache ich eine extra Playmobil-Playlist. Da packen wir dann alle hintereinander rein. Genau. Und die Leute, die gerne Playmobil mögen, die können dann da rein. Genau. Alle am Stück durchgucken. Ne? Ja, oder wie das vor, das kommt ja auch noch. Oder eine Ritterburg und sowas. Richtig. Alles. Ja, aber wir starten mit dem Piratenschiff. Ja, yo, richtig. Ho, ho, and a bottle of rum, ne? So ungefähr. Ja, und zwar, was seht ihr hier? Ihr seht, wir zeigen euch auch gleich alles dann im Detail, auch die schönen Tierchen, die ihr hier seht. Ja, wir beginnen mit dem einzig wahren Piratenschiff, meines Erachtens. Ich glaube, dem Black, dem geht es genauso. Weil, was ihr jetzt seht, das ist das Original Playmobil Piratenschiff, was es damals... Lass mich lügen, von den Anfang der 80er bis, ich glaube, weit in die 90er, ich glaube, es gab gar kein anderes Modell. Das war dieses einzige Modell, was sich dann noch ein bisschen verändert hatte, war hier vorne dieses Symbol hier. Das hat sich mal, war eine andere Variante, das war ein anderer Aufkleber dabei. Aber grundsätzlich war das von der Struktur her mit diesem braunen Holzmäßigen und hier mit diesem braunen, was ist das, oder schwarzen fast Untergrund, ne? Je nachdem, wie man es sieht, ist ein bisschen jetzt natürlich vergilbt, sind ja schon einige Jahrzehnte dazwischen. Ja, aber es ist jetzt nicht so wie bei weißen Spielzeugteilen, wie man in Star Wars hat, die sind ja extrem gelb geworden. Ne? Richtig. Aber hat auch ein bisschen mit Temperaturschwankungen zu tun. Also man kann Glück haben, man kann Pech haben, das, manchmal hat man die noch ganz weiß, manchmal werden die sehr gelb, also... Ja, aber hier geht es eigentlich. Nein, hier ist das noch vollkommen in Ordnung. Ja, was sage ich, die neuen Sachen, die es zurzeit gibt, es gibt ja welche, die sind in Rot und so, aber irgendwie gefallen die mir so gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau, ich weiß es nicht, haben die eine Kajüte dabei hier draußen? Ihr wisst es bestimmt. Also ich meine, das ist das einzige Piratenschiff, was wirklich eine Kajüte hat. Ja. Die anderen, meine ich, haben das nämlich nicht so in dem Design. Also ich habe mal Jahr zu Jahr, es kommt jedes Jahr, glaube ich, ein Piratenschiff mittlerweile raus, so alle 2 Jahre eins, was ich mal ab und zu mal in Läden gesehen habe. Und ich habe die mir angeguckt und nicht für gut gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da kommt ja mal der nostalgische Wert dabei. Ne? Wenn man selber mit gespielt hat, ist da noch was anderes, als wenn man jetzt so ein neues Ding sieht. Jawohl, die Polizeiwache von Playmobil, die aktuelle, finde ich auch irgendwie cool. Genauso, ja, die ist schon cool. Genauso wie das Space Center, finde ich beides eigentlich ganz cool. Ja, oder Space Shuttle. Und nicht zu vergessen, die Ghostbusters-Sachen. Also ja, die Ghostbusters-Sachen. Da könnte ich noch Flüge werden, also muss ich ehrlich sagen. Ecto 1 und so, das ist schon ja, den Marshmallow-Geist. Finde ich gar nicht so schlecht. Also. Der Marshmallow-Geist, den finde ich zum Beispiel ziemlich cool. Ja, vielleicht stellen wir euch auch mal die vor, wenn wir dann doch Flüge werden, dann zeigen wir euch auch und das hier. Dann noch besorgen, ja. Wir dürfen bloß nicht zusammen losziehen, wie letzte Mal, wenn wir shoppen gehen, dann passiert sowas immer ganz schnell. Aber wir haben nicht so oft die Gelegenheit, ist vielleicht dann auch besser so. Sonst gibt man mehrere hundert Euro aus, deswegen ja. Ja, kommen wir aber zurück zum Piratenschiff. Wir zeigen euch jetzt mal... Ja, der Black mit meiner Hand, per Handkamera das Ganze und ich will das ein bisschen mehr nach vorne. Deshalb, wenn die manchmal ein bisschen wackelt, wenn ich lachen muss, nicht wundern, ich filme das hier alles freihand. Ja. Da ist das natürlich ein bisschen anders, weil sonst machen wir ja mal alles mit Stativ, aber hier müssen wir Ran ein bisschen, und, richtig. Ja, was seht ihr, das ist nicht die Originalbesatzung, ich glaube in der Originalbesatzung waren es insgesamt 5 Seeräuber, die habe ich leider nicht mehr verschollen, kaputt, wie auch immer. Ich habe mir aber vor einigen Jahren dann mal so etwas neuere Piraten dazu gekauft. Tut dem Ganzen keinen Abbruch. Ja. Was wir auf jeden Fall hier haben, ist das Krokodil. Das ist eins noch original. Zeige ich euch dann mal das Krokodil. Das mit den spitzen Zähnchen. Das kann richtig gut. Ja. Seht ihr es? Das kann richtig gut zubeißen. Also das ist noch so eins von den Urkrokodilen. Ich glaube, es gibt mittlerweile natürlich auch neuere, allerdings die sind nicht so schön wie dieses Kroko hier. Ja. Vielleicht sind da auch weiche Zähne damit. Ja, ja, da sind weiche Zähne. Das ist noch ein Original 80er Krokodil. Das ist noch etwas bissfester. Ja. Sagen wir es mal so. Da konnten die Kinder sich noch verletzen, ne? Ja, das konnten die Kinder. Was ich allerdings habe, sind diese Haifische. Diese Haifische hier, die kann man im Mund kann man ja aufklappen. Die sind etwas neuer. Ich weiß gar nicht.
98. Mhm. Ja, gut, ja. Steht hier drauf 98. Steht bei Ihnen hier eigentlich da drauf? Aber auch nee. 20 Jahre, ne? Auch 20 Jahre. Also ja. Wie gesagt, deswegen, also die hatte ich dann irgendwann mal später bekommen. Dazu, ja, ich glaube, die gibt es heutzutage, glaube ich, auch noch. Meine ich. Kann sein, das weiß ich gar nicht. Jetzt genau wie zum Beispiel original waren beigepackt diese Kanonen. Ja, die kenne ich auch noch. Die roten Kanonen mit dem schwarzen. Hier hinten war ein Stift zum Ziehen, wo man Kanonenkugeln abschießt. Ich habe hier eine. Man tut die hier rein und schießt die ab. Ich mache es jetzt nicht. Die fliegt sehr, sehr weit weg. Sehr, sehr weit weg. Ja, das sind halt die beiden waren original dazu. Ich habe noch hier, seht ihr noch drei weitere Kanonen, die sind etwas neuer, sind auch so Piratenkanonen. Einmal in Bronze, Silber und ja, Schwarz oder dunkel halt. Ja. Sind etwas neuer. Gut, hatte ich mal irgendwo mal dazu gekauft. Was haben wir hier? Jetzt haben wir mal kurz einen von den Besatzungen. Was natürlich oft das abbricht, ihr seht ihr wahrscheinlich auch schon überall hier an dem Piratenschiff selbst, ja, das hier habe ich mehrfach kleben müssen. Das ist noch die Original-Piratenflagge. Jetzt fragen sich einige, wie, das ist ja mit einem gelben Totenkopf. Ja, aber genauso war es. Kein weißer Totenkopf auf schwarzer Flagge, sondern, ja, war damals einfach so. Hier unten ist das schon leicht gebrochen, wenn ihr es seht. Ja. Oder hier, das geht auch, bricht ab und zu mal ab. Also ich habe noch einen einzelnen. Kunststoff kann ja auch spröde werden. Ne? Ja, es ist so eine Sache. Also, bin ich froh, dass es überhaupt hält. Genau wie bei der Sache, so seht ihr es ja auch bei dieser Flagge oder Mast, besser Fahnenmast, ist auch schon mehrfach gebrochen. Und vorhin, bevor wir das Ganze zusammengebaut hatten, war hier hinten auch noch was abgebrochen. Mhm. Also es passiert doch, ne? Ja. Was das Schiff auf jeden Fall kann, es kann schwimmen. Es kann wirklich schwimmen. Und wir haben hier, ich nehme mal hier so ein paar Piraten, zeigen wir immer, nehmen die mal eben zur Seite. Ihr seht auch, die Säbel sind natürlich neuer, nicht wie bei den alten. Ich stelle die mal eben hier hin. Hier bei dem Anker, man kann, hier sind noch Gewehre, wenn wir schon mal dabei sind, irgendwelche Flinten. So, jetzt packe ich hier den Anker, den kann man hier vorne drehen und das Seil löst sich auf jeden Fall. Das funktioniert sogar noch recht gut und ihr seht, der Anker kommt raus und man legt ihn wirklich erst, habt ihr es gehört, das Klirren? Er ist auch wirklich aus Metall, dass das Schiff wirklich an einer Stelle schwimmt im so, Pool. So Gussmetall, ne? Ja, so Gussmetall ist das, genau. Ziemlich schwer, ja, kann man hier so reindrehen. Auf der anderen Seite habt ihr hier zum Beispiel auch eine Leiter, die könnt ihr auch irgendwo anders dran. Ich zeig mal das Drehding da, ja. Wenn man es mal sieht. Ja. Da ist auch so eine richtige Kordel drauf. Genau. Könnt ihr sehen, und da könnt ihr das dann dran drehen. Okay. Ja, was ist noch dabei gepackt? Es war auch noch eine Leiter dabei, das ist auch noch die Original, die Originalleiter, die kann man hier zum Beispiel hier dran packen oder wo auch immer ihr es gerne möchtet. Ja, der Black, muss jetzt mit dem Black ein bisschen mitgehen, dass ich nicht zu schnelle Bewegungen mache. Weil er muss das Ganze ja filmen. Ja, der Ausguck, das Krähennest hier vorne. Hier steht auch noch ein schöner Pirat drauf mit den Messern, mit den Ohrringen. Ich glaube, das hatten die mich nicht, die neueren. Nee, Ohrringe so gab es nicht. Bei Entern, ich glaube, normale Messer, und es gibt mir auch einen Unterschied. Ihr seht hier, das ist ein richtig langes Entermesser und dann gibt es diese kurzen Messer. Und die kurzen Messer gab es damals auch schon. Die gibt es in Silber, in Schwarz, in verschiedenen Farben. Hm. Aber diese langen Entermesser, das sind so von neueren Figuren. Auch das hier, diese Gesichtsbemalung, würde ich fast sagen. Hier ist eine Bemalung drauf mit den Ohrringen. Der andere hat hier ein 3-Tage-Bart. Und auch hier mit diesen ganzen, ist ein bisschen moderner halt, ne? So, was haben wir dann noch? Haben wir einmal ganz kurz die Piraten. Ja, haben wir das nächste. Hier vorne zum Beispiel, das ist hier der mit dem, auch mit dem, der Augenklappe, den Ohrring. Und hier, das ist so ein Säbel, auch etwas neuerer, wie ihr seht. Sah früher etwas anders aus. Da waren die mehr wirklich so gebogen aus Metall. Die waren auch chrom, kann ich mich dran erinnern. Die waren aus Chrom oder aus Gold, aus diesem Gold, richtig, wie das Gold, was wir euch gleich auch noch zeigen werden. Genau. Kann sein, dass ich davon sogar noch welche habe zu Hause. Ja, ich habe nicht keine mehr, glaube ich. Silberne, aber so richtig chrom waren die. Und so wie die, und die waren dann auch so, die anderen waren dann so wie diese Lampen hier, wie ihr im Schiff seht, die sind ja so richtig goldenes Chromzeug. So war übrigens auch von der Schatzkiste das Gold, was damals dabei war. Ich gucke gerade dabei noch bei anderen Figuren, die ich da drüben stehen habe. Nee, habe ich aber leider nicht mehr. Ja, auch ein neuerer Pirat, auch mit Ohrringe und 3-Tage-Bart. Hat ein
Haken als Arm und auch diese neuere Art von Degen. Mhm. Also kein Säbel, ja. So ein Entermesser, sondern halt so ein. Ja, früher, die hatten, so glaube ich, alle nur Säbel. Ja, ja, es gab nur diese Säbel. Ich gab diese silbernen und manche waren auch aus Gold. Im Prinzip, ja, wie du sagst, das verchromt. So steche ich den Piraten auch hin. Wen haben wir hier? Blackbeard höchstpersönlich. Der Oberseeräuber Blackbeard sollte das damals darstellen. Hier mit schönen Stiefelchen, mit seinem Bart. Schön. Finde ich gut gemacht. Stand damals auf der Packung auf Blackbeard. Habe ich mir vor, keine Ahnung, 10 Jahren gekauft. Also ist also auch schon ewig lange her. Ist der Stempel vielleicht noch unter dem Fuß? Früher war der immer direkt unter dem Stempel stand. Das, ja, immer. Ach nee, der ist so von 93. Okay. Also dann habe ich den, doch. 90er. Der ist auch ein 90er Pirat. Okay. War der 90er? Welchen hatte ich denn? Weil das steht immer unter einem Fuß. Also das habe ich nämlich damals auch. 95. Weil ich habe die ersten noch von 1974. Ja, ja, wie gesagt, das Schiff habe ich ja aus der Kindheit, das ist wirklich von aus den 80ern irgendwann. Aber dann gucken wir mal bei den anderen. So, was haben wir hier noch? Ja, hier haben wir so eine Frau. Sieht man selten. War mal eine Seeräuberin. Ich glaube, Frauen in den 80ern, die sahen wie Frauen aus. Ne? Das war mir so ein Schlossgespenst. Ne? Ja, kann sein. Also ich habe die aus den 70ern, die haben einfach ein längeres Hemd. Ja, das meinte ich mit Schlossgespenst, dass die einfach so... Also sieht die jetzt noch weiblich gegenüber. Genau, die sieht weiblich auch mit dem Zopf und so, braun gebrannt. Passt ja natürlich, wenn der Karibik... Die Haare haben sie auch die gleichen gehabt. Ja, ja, hier ich hatte mal, die habe ich glaube ich sogar noch Playmobils, die man anmalen konnte. Da waren dann Stifte bei und da hatte ich dann auch die Frauenform gehabt. Dann hat man die selber Kleidung gemalt, extra vom Playmobil. Okay. Zum selber anmalen. Ich glaube, das kenne ich auch noch. Ja, die habe ja, ich noch. Ja, die ja, ich ja. Noch. Das ist wirklich, das ist... Ja. Ja, kommen wir einmal zum Inneren. Der Black findet einmal das Innere, wo die Kanonen sind. Hier seht ihr auch, habe ich natürlich noch ein paar Kanonenkugeln. Das waren so die geläufigen runden Kanonenkugeln. Man konnte auch bei diesen Kanonen hier, gab es dann solche, so, ja, die ein bisschen geriffelt waren, würde ich sagen. Fand ich jetzt persönlich nicht ganz so schön. Ich fand ein paar Schokobrötchen. Ja, ne? Irgendwie. Ich fand die runden besser. Allerdings, die runden passen natürlich in die... schwarzen Kanonen. Was haben wir noch? Ja, wir haben hier zum Beispiel haben wir noch einen, das hört man sogar noch, das Seil zum Runter, das allerdings funktioniert das nicht mehr ganz so richtig gut. Ja, es lässt nach und nach, lässt es jetzt runter. Ja, wir hatten da unten immer die Klappe aufgehabt und dann haben wir die Gefangenen runtergelassen. Genau, man kann die Gefangenen runterlassen. Das hat der Black gemacht. Ja. Ich habe da mehr die Kanonen oder die Schatztruhen. Da kommen wir als nächstes zu. So, runtergelassen. Ich fahre das mal so ein bisschen zur Seite. Nehme die Kanonen weg. Wir haben auch zum Beispiel, ja, sowas gibt es natürlich auch, ne? Massenweise irgendwelche, was sind das? Nicht Fässer, sondern Eimer, wo irgendwie... So Schruppen oder wenn ihr Wasser rausschöpfen müssen. Weil die waren ja immer ein bisschen leck, wenn die einen Kampf hatten, war ja irgendwo immer ein Loch oder so. Da brauchte man sowas. Da gab es ja keine Pumpen oder so. Nee, nicht wirklich. Und außerdem muss das Deck ja auch mal gesäubert werden. Ja. Was wir zum Deck sagen, wenn man das mal einmal so sieht, hier, diese schöne Maserung, soll wirklich als ob es Holz ist, soll es sein. Das kann man hier gut erkennen. Genau, vielleicht mal hier oben am Deck des Schiffes oder so. Ja, da seht ihr. Das finde ich nämlich sehr schön. Also deswegen auch dieser braune Ton finde ich da sehr, sehr passend zu. Naja, und wenn wir dann jetzt mal an die Luke gehen, und ich muss immer gucken, wie der Black, die kann man genau. Hier kann man die aufmachen, die Luke. Und da unten stehen schon einige Schatztruhen, die ich jetzt mal eben rausholen werde. Und da ist auch wieder diese Maserung auf dem Boden. Genau, schön, ne? Die Planken, ne? Das ja. Dann halt ja. So, ich nehme das hier mal raus, weil als Kind hatte ich doch kleinere Hände. Ging das besser? Ich nehme mal eine Schatztruhe. Das ist eine von den uralten. So kannte man die aus den 80ern. Genau. Die ist, glaube ich, original zum Schiff, die Schatztruhe, ne? Das kann sein, dass das original am Schiff dabei war. Ich habe die in Erinnerung. Ich bin mir unsicher. Ich meine, ja. So, als nächstes habe ich eine etwas modernere, die so einen Mechanismus hier hat zum Aufmachen. Da gucken wir gleich rein, was sich da befindet. Das gleiche haben wir nochmal, nur in Rot gehalten. Was haben wir noch? Danach habe ich noch eine Truhe drin. Eine auch etwas neuere Truhe. Sieht aber auch ganz cool aus. So. Und was habe ich dann noch drin? Da passt wirklich eine Menge drin. Und noch eine normale Kiste. Ja. So, ich bin dann eben vor zur Kajüte gehen. Ach, guck mal, eben hier das Bötchen. Ja.
Ihr seht schon, man kann das Schiff auch ziehen. Es sind unter dem Schiff, ich heb's jetzt... Rollen, ne? Genau, nicht hoch, weil sonst fällt mir alles runter, ja, was da drin ist. Da sind Rollen drin und ich glaube bei dem Beiboot, ich nehme das kleine Beiboot, ihr seht das kleine Beiboot, hier hat das auch Rollen? Ne, es hat keine Rollen gehabt. Aber das kleine Beiboot hat hier auch noch so ein paar Fässer, habe ich da reingelegt. Ja, das kleine Ruderboot war hier dran. Das kann man doch hier abmachen. Das war auch dann das Originalschiff, was dabei war. Ja, was haben wir denn hier drin? Hier drin haben wir zum Beispiel Waffen. Und zwar auch, da haben wir Pistolen. Alles voller Pistolen. Sind das die Originalen, die dabei waren? Das zeige ich jetzt nämlich. Original gab es damals diese Pistole. Ja, diese Steinschlosspistole. Ups, Moment. Das waren damals die Piratenpistolen, wie man sie kannte. Und heutzutage sehen die dann etwas moderner aus. So sehen die aus. Okay. Also schon ein bisschen, ihr seht's. Eigentlich beides cool, obwohl selbst die neuere gefällt mir sogar wesentlich besser. Ich hoffe, die Kamera. Ja, ich finde die alten besser. Die sehen so besser wie Piratenpistole. Also. Ja, die Steinschlosspistole. Wie gesagt, eine ganze Kiste voll, weil man muss sich ja auch mal ab und zu mal, ne, ein paar Schießereien gefahren. Ja, was gucken wir, was haben wir in der Truhe denn? In der Truhe haben wir Gold. Und zwar seht ihr schon, die ist zum Rand gefüllt, allerdings mit dem neuen Spiel. Das meinen wir mit dem neuen Spiel. Wir zeigen euch gerade das alte Spiel, was original dabei war. Ja, leider, genau, leider habe ich nicht mehr so viele Münzen. Der Black meinte gerade sich zu erinnern, dass da so 10 Goldmünzen dabei gewesen sind. Das kann gut sein. Viele waren es nämlich nicht und deswegen besitze ich auch nicht mehr viele von. Hier ihr seht, die ganze Kiste ist voller Gold. Das ist auch wirklich nicht irgendwie. Da. Wirklich alles komplett voll Gold. Ich glaube, ich habe damals irgendwie eine Menge Gold gekauft. Ich glaube, bei eBay oder so, damit ich das überhaupt voll kriege. Weil, wie gesagt, ich glaube, du kannst mich recht haben mit deinen komischen 10 Goldmünzen. Kommt das ja, oder 15. Es war die, also die war nie randvoll, die Truhe. Nee. Also. Ich meine, da waren auch noch sowas wie Kelche und sowas drin gewesen. Komme ich gleich zu. Es gab mich auch es gab auch genau Kerzenständer und aus Chrom und Silber und Gold gab es nämlich dann dazu. Meine genau. Ja, ja. Gold hab war ich da nur beigelegt, denn ich meine, da waren mehrere Sachen drin. Genau, Teller und sowas war dabei. Genau. Habe ich aber leider auch nicht mehr. Okay. Was ich dann, ich habe nochmal so, hier sieht man, schimmert es so wie Kristalle. Ich habe hier nochmal so Kristalle reingetan. Ich glaube, die waren auch vom Playmobil, entschuldigt kurz, original dabei. Ja, so. Ja, was sind das? Halbedelsteine. Halbedelsteine, danke. Ja. Ist aber super. Passt natürlich dazu. Wer weiß, vielleicht ein ungeschliffener Diamant bei. Ja, wer weiß. Und wir werden noch reich hier. So, in der Truhe, was haben wir hier? Wir natürlich Aufwertung. Sofort in Nerdzeug investieren, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hier ist auch wieder Gold, aber ihr seht schon funkeln. Und zwar das, was da so funkelt. Ich nehme das mal raus. Das ist eine von den Originalmünzen. Ich nehme jetzt mal die Originalmünze und eine von den anderen mal eben raus, legt die auf die Hand, damit ihr seht, was ich meine. Ihr seht, na, ups, das war jetzt ein Fehler. Da ist sie. So. Ihr seht beide mit der 2, ja, so mit der Zahl 2. Ja. Kann das auf meiner Hand erkennen. Und ihr seht, die linke ist richtig am Funkeln und hat hier noch so ein Emblem an der Rückseite drauf. Ich glaube, die hat auch ein Emblem. Ja, genau das gleiche Emblem. Aber ihr seht, die linke Seite ist richtig am Funkeln und das ist das Original-Gold, was dabei war. Ja. Und so sahen auch die Kronleuchter aus. Genau, es richtig. Gab auch in diesem Chrom... Und auch die Waffen und so die weiter. Die Waffen, genau. Ja. Teller gab es, aber in Silber. Aber habe ich nicht da mehr, leider nicht. So, was haben wir in der nächsten? In der nächsten, die mache ich mal auch zu. In der Originalkiste dabei, was haben wir hier? Ja, ein paar Silbertaler und ein paar Nuggets, dachte ich, Gold... Ja, ja, Golden Nuggets sind das. Genau. Einfach ordentlich Golden Nuggets. Aber warte mal, wo war gerade von Golden Nuggets? Da sind jetzt noch so ein paar. Schimmern auch nicht so glänzend. Wo ich gerade, da fällt mir doch was ein. Wir hatten doch vorhin, haben wir doch mal geguckt, in der Truhe, wenn ich die auskippe. Guckt mal, was der Gas dabei hat. Da ist noch etwas Schimmerndes dabei. Ein schöner Ausmetall, ups, da fällt mir jetzt Gold oder Ausmetall, ein Goldbarren und dieser funkelnde Goldbarren ist wirklich richtig massiv aus Metall und steht wirklich Playmobil drin. Ja. Also es gehört zu diesem Playmobil-Spielzeug, also auch noch so ein schwerer Goldbarren dazu. Und die ganzen Taler wieder rein. Ja, jetzt fallen natürlich ein paar runter, da suchen wir gleich mal nach.
Moment, da war ein Original. Hier haben wir das Schiff für mal. Genau, jetzt schauen wir das Schiff. Das ist schon wieder total abgedriftet. Ja, ich merke schon. Ja, dann würde ich sagen, zeigen wir einmal, gut, das Schiff, denn man kann hier hochklettern natürlich, diese Seile oder was das sind. Hier diese Noppen, ich musste schon da ab und zu mal hier kleben, weil, wie gesagt... Ist das Stoff oder Kunststoff? Es ist Stoff. Ah, okay. Es ist richtiger Stoff, ist es, massiv. Ja. Jetzt gehen wir mal zur Kajüte. Genau, da habe ich das gemacht. Genau. Ihr seht es, vielleicht kann der Black es mal eben hier reinfinden. Also ihr habt hier richtig eine Treppe, die nach oben geht zum Deck und hier hinter auch zur Kajüte. Ich drehe das mal so, dass man, ihr könnt es hier hinten sehen, da unten gehen die Playmobil-Figuren dann rein und die Kajüte kannst du ruhig lassen in der Höhe. Mache ich jetzt das Deck hier ab. Das kann man ja schön abmachen. Und wen haben wir da drin? Ja, da sitzt noch der Captain und sein erster Mat oder Offizier, wie man es nennt. Genau. Hier hinten eine Karte, die nehme ich jetzt mal raus. Das sieht aus wie so eine Landkarte, auch vom Playmobil. Sehr schön gemacht. Ziemlich cool sogar, finde ich. Einfach nur hier so aus Plastik. So ein Kartenständer. Ist natürlich nicht beim Original dabei gewesen. Das ist was jetzt von den neueren Piraten. Leg ich mal zur Seite. So, mal gucken, der Black hier reinfilmen kann. Ihr seht da hinten, da stehen noch eine Menge Flaschen, hier Glasflaschen, Lampe und auch so andere alkoholische Getränke. Ich drehe das mal. Ist natürlich kein Alkohol drin. Nein, das ist nicht so gut für die Kinder, wenn die da Alkohol naschen würden. Aber ich sag mal, für die heranwachsenden Älteren, so wie wir, könnte man da was verstecken. Ein Tröpfchen Ehrensache, könnte man hier aufbauen, ein bisschen was reintun, richtigen Wein, wa? Theoretisch gesehen. Da kommt man schon auf Gedanken. So, was haben wir hier? Also ich zeige euch einmal ganz kurz, hier haben wir noch so einen Captain. Ja, das schwert auch in Gold oder in Degen. Oh, etwas dicker Captain hat einen ordentlichen Bauch. Ja. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an die weiblichen Charaktere. Also wenn wir nächstes Mal wieder irgendwas zeigen sollten, dann werde ich vielleicht mal eine mitbringen, dann zeige ich euch die einfach mal. Vielleicht machen wir auch mal so ein Video über die Figuren, wie die sich ein bisschen verändert haben. Ja, also das vielleicht können mal wir so machen. Zusammentragen, welche aus den verschiedenen Jahren. Genau, wie die sich verändern. Man sieht natürlich die neuen Figuren hier, sieht natürlich richtig schönes Spielzeug. Richtig schönes Spielzeug. Ja, der Captain hier mit seinem goldenen Degen, Säbel. Dann haben wir noch hier den seinen Offizier, auch in Gold ein bisschen. Erste Mal, alle haben irgendwie nur ein Auge, also irgendwie haben die ein Augenproblem. Also ich habe viele Kollegen, die irgendwie... Ja, wenn die sich unter vier Augen unterhalten, dann kommen vier Leute, ne? Ja, ich glaube irgendwie zwei, wie das normal ist. Unter vier Augen. Ja, genau. Und er hat ein Holzbein. Ja, genau, guck mal, er hat ein Holzbein. Hatten wir schon Haken, hatten wir schon Holzbein. Die Haare gefressen. Ja, ja, da habe ich ja so ein paar. Was war Schönes, was dabei ist, ihr seht... Hier ist noch, ja, auch so ein Kerzenständer, aber ihr seht, das ist auch mehr dieses Matte. Mhm. Und was der Black gerade sagte, das war ja dabei, da waren dieses in Hochglanz, ja, in Chrom. Ich glaube, das war auch ein dreiarmiger, meine ich. Boah, kann ganz sein. Ganz schwach. Kann, Kinder, kann sein. Das ist, das aber wenn ihr da draußen ein Schiff habt, dann könnt ihr ja mal sagen, was in der Schatztruhe drin ist. Ansonsten, was ganz cool wäre, wenn ihr Facebook habt und Bock habt, wir haben Nerdmaster, die Gruppe, und wenn ihr davon ein Foto habt, postet uns das in die Gruppe. Ja, das wäre super. Macht einfach eine Anfrage, ich nehme euch an und dann seid ihr mit in der Gruppe und dann können wir vielleicht mal sehen, wie das Original ausgesehen hat, wenn ihr davon was habt. Genau, wenn man dann noch ein paar Sachen davon hat, was geht dann verschwunden. Ja, das war auch so ein Kompass, aber der ist auch nicht original. Also es ist ja original jetzt von aus den 80ern halt, das ist auch nachgekauft gewesen von Piraten, genau wie diese Fahne, wie dieses Buch hier. Ja. Finde ich sehr schön. Was original dabei war, das fand ich sehr, sehr cool. Wenn der Black das mal hinkriegt. Das Piratenschiff gab es richtig, wie ihr es hier seht, als Bild. Seht ihr das? Ja. Ja, könnt ihr gut, dann könnte man es erkennen. Das ist ein Aufklebebild. Das konnte man sich auch woanders hinkleben. Ich hatte das jetzt dahin geklebt. Man kann es auch hier an die Seite rankleben, wo auch immer. Das finde ich sehr schön, dass dieses Bild quasi als Gemälde. Ja. Also es ist ein Abziehbild, dass man es aufklebt, aber es ist. Und ihr glaubt nicht, ich habe dieses Piratenschiff als Kind wie oft in der Badewanne versenken lassen. Hm. Aber das Bild hat es überlebt. Das Bild ist nicht abzukriegen, wirklich nicht abzurubbeln oder sonst was. Da irgendwie was, weil du denkst, das geht kaputt. Ja, das ist genauso wie das Bild hier vorne mit der Meerjungfrau und dem Captain Iglo da vorne dran. Mit dem Meermann, mit der Ritterburg. Das Bild ist auch, wie gesagt, das kann man
Ich weiß es nicht mehr. Das ist so ein super Kleber. Ja. Das geht nicht ab. Und das stand stundenlang schon unter Wasser. Ja. Und immer, immer wieder. Da ist nichts von, dass mal was abgeknibbelt ist hier oder so. Also schon sehr, sehr schön. Bei den Fahnen hier oben, da ist ein bisschen was, ein bisschen Schwund. Aber auch nicht so wirklich viel. Ja, das war eigentlich mit dem ganzen Krimskrams, mit den Haifischen. Das Piratenschiff. Das Piratenschiff aus den 80ern bis, ich meine, tief in die 90er ging es. Es gab wirklich nur, wie gesagt, dieses eine, mal ein bisschen verändert, vielleicht mit ein paar anderen Aufkleber, aber im Grunde genommen war es das eigentlich. Und mittlerweile kommt da jedes zweite oder jedes Jahr ein anderes Piratenschiff raus. Was ich aber nicht so schön finde, allein hier mit dieser Kajüte, genau das Beiboot vielleicht auch nochmal zeigen, es war hier noch ein kleines, wie gesagt, ich mach das mal, kann ich das hier, ich kann das hier abmachen. Ruderboot war hierbei gepackt. Ja, so ein kleines davon. Ja. Das Schwarze war das Original, was dazu gehört. Ja, ich sag mal, in diesem Sinne, sehen uns im nächsten Video. Genau, im nächsten Video. Bis denn. Ciao.